Ford. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Ihr Gericht wird in 8 Minuten an Ihre Adresse geliefert. Schönen Tag noch, JJ. They're hungry too. Was sind das denn für Dildos hier? Die verbinden wir mal. Kriegen die verbunden. Habe ich den? Ja, den habe ich sogar. Zack, die sind sogar beide dran. Aber ich denke mal, da sollte ich nicht so dicht dabei stehen an den Teilen. Erstmal zwei Plätten. Und natürlich kommt von hinten auch gleich wieder der Oberonkel. Der kupferfarbene. Den plätte ich mal so gerade hin. Und rotzt mir natürlich die Deckung weg. Ah, der macht da hinten auch gar nichts. Der bleibt einfach stehen. Den kann ich hier also quasi auszweckeln oder wie. Zelle einsacken, nicht vergessen. Spawn ja dann immer nach 10 Sekunden. Und zack, der kriegt den Weg. Zest terminiert, Original Jumpin' Jams. Ich weiß gerade nicht, was da oben noch stand, ey. Das habe ich gar nicht mehr gekriegt, das dauert doch immer. Also, die lassen einen nicht viel Zeit zum Lesen. Das finde ich ein bisschen kacke schon, dass man das nicht selbst wegklicken kann. Wenn man es möchte. Das ist alles ziemlich hektisch. Da muss man schon auf Zack sein, die ganzen Texte komplett lesen zu können. Auch wenn das Schwert hier mal ein paar Töne los wird. Ein paar Töne, ein paar Sätze von sich gibt. Jo, jo. So, ich glaube, hier ist Junction Jans. Ich glaube, ich hole mir mal eben was zu trinken. Nochmal einen kleinen Moment mal bitte. So, und da bin ich doch wieder. Mal das Mikro hier ein bisschen besser platzieren. Am besten ein bisschen höher, dass ich nicht so mit der dichten Nase da rein schnaufe. So kann weitergehen. Gold War Kanal näher kommen. Fahrende Straßenbahn 0. Also ist hier irgendwie was passiert. Ich glaube, das ist nicht normal, dass hier irgendwelche Monster irgendwas attackieren. Hier ist auch nichts belebt irgendwie. Sodass man Einwohner sieht oder so, ja. Ich glaube mal nicht, dass die Monster auch die Einwohner dieser Stadt ja, mimen. Ich glaube mal viel eher, hier ist irgendwie was schief gelaufen. Was dolle schief gelaufen. So, hier waren wir schon. Ich sollte nicht so viel Zeit damit verbringen, hier irgendwelche Ecken abzugrasen. Aber das mache ich nun mal halt mit Vorlieben in solchen RPGs, in solchen Rollenspielen. So, was haben wir hier? Ach, wir können bloß an solchen Knotenpunkten quasi unsere Techniken aufwerten. Oh. Upgrade Slot Effekt. Da können wir prüfen. Neu. Dann
Mauer. You got on the Camerata shortlist. More than just a name to them now. Aha, aha, ich bin eine Zielperson. Alter 27, Geschlecht natürlich W, weiblich, Fächerwahl, Musik, Linguistik. Was ist denn Fächerwahl? Sie ist doch wohl keine Schülerin, keine Studentin. Mach mal doch noch ein bisschen dichter hier ran am Monitor. Ich weiß, die Schrift ist ja groß. Aber nun ja, man möchte ja ziemlich viel mitbekommen vom Spiel auch. Und da rück ich doch mal glatt ein bisschen dichter ran. Angeführte Gründe, abgelehnt. Trace-Status intakt. Funktion aus Kontakt mit Zielperson abgeleitet. Trace-Daten in Funktion verschlüsselt. Red, das sind wir, das ist unser Name, Hintergrund. Red gehörte 5 Jahre lang zur Creme de la Creme der darstellenden Kunst in Cloudbank. Obwohl sie in Bad Traverston Hall studierte, zeigte sie schon früh Interesse an Musik. In Traverston wurden viele der ambitioniertesten Städteplaner der Stadt ausgebildet. Red dagegen verbrachte den Großteil ihrer Zeit damit, die im Entstehen begriffene Kunstfakultät der Akademie aufzubauen und war die erste, die 2 nicht traditionelle Disziplinen auswählte. Die Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass sie aus persönlichen Gründen keine Erklärung dazu abgeben wollte. Selbst als sie bereits im Rampenlicht stand, antwortete sie kaum auf Fragen nach ihrer Vergangenheit und den Einflüssen auf sie. Ihre Arbeit würde für sie selbst sprechen, sagte sie dann oft. Trotzdem gab sie zu, ihre Musik niemals mit dem Ziel zu beschreiben, Kontroversen aufzuwerfen. Also haben wir hier tatsächlich eine Sängerin, eine Musikantin. Par excellence von uns. Details, bitte. Aktiv-Slot-Effekt beschädigt und stört Ziele in der Nähe und deckt deren Schwachstellen auf. Das ist unser Schwert, das wissen wir. Nutzungsgrad 100%, Nutzungsgrad 0% bewirkt, dass die meisten Funktionen Ziele betäuben, stören. Aufruf vom Reiter, Abkreis für Stimmdetails. Also kann man den Blitz noch irgendwie aktivieren? Bloß wie, Leute? Bloß wie? Upgrades. Crash plus Bounce. Crash plus Spark. Crash plus Jaunt. Und Crash plus Breach. Crash feuert weiter und schneller. Können wir hier irgendwas klicken? Nein. Hier an der Seite ist wahrscheinlich die Angabe, die auch das preisgibt, was die einzelne Attacke dann später in unseren Angriffsbalken verschlingt. Funktion prüfen. Gut, dann haben wir installieren und verwende die Funktion in meinem Upgrade-Slot, um mehr zu erfahren. Entschlüsselungsprozess. Da haben wir den ersten, den zweiten und der dritte sind noch geschlossen. Können wir hier noch irgendwie was machen? Installiere und verwende die Funktion in einem Upgrade-Slot. Da haben wir ein Häkchen dran. Ja. Nun gut, gehen wir erstmal zurück. Installation entfernen wollen wir auch nicht. Bereits installiert, der Spark. Prüfen neu, Upgrade Slot. You've reached the hopefully not permanent address of Mr. Nobody. Ja, was hier Person unbekannt. Versuche noch ein paar Probleme zu lösen. Nicht wiederherstellbar. Trace Daten Funktion nicht gefunden. Aha. Das ist recht merkwürdig. Ich weiß nicht,
Also das haben wir geguckt. Das sind wir. Und wir haben die Attacke mit dem Schwert, womit wir verknüpft wurden. Dann haben wir die Attacke, die so aussieht hier wie so ein Blitz. Das ist eine einzelne Person. Dann sind das alle Personen. Ja klar, wir haben ja schon zwei Personen gefunden gehabt. Wo dann halt, als wir dort E gedrückt haben, als ich dort E gedrückt habe, wo dann halt eben dort so ein lilaner, ich weiß gar nicht genau, so ein Würfel erschien, den wir eingesackt haben und uns dann, oder wo dieser Würfel uns dann hier so eine Attacke beschert hat. Gucken wir da mal überall rein. Lillian Platt used to run the OVC. Said she left for personal reasons. Ich glaube, unser Aussehen können wir dadurch nicht verändern. Dass ich quasi diese Person jetzt hervorrufen könnte oder so? Nee, glaube nicht. Ich weiß aber nicht, wie ich das deuten soll hier gerade. Alter 33, Physik, Verwandlung. Miss Lillian Platt war eine der herausragendsten Wissenschaftlerinnen in Cloudbank und die jüngste Person, die jemals zum Vorsitzenden des OVC-Vorstands gewählt wurde. Unter ihrer Führung wurde die Anzahl der OVC-Terminals in Cloudbank mehr als verdoppelt und die Übertragungsstärke um mehr als das Vierfache verstärkt. Dann aber wurde sie zur jüngsten Person, die diesen Posten jemals aufgab, denn nach weniger als 2 Jahren reichte sie ihren Rücktritt ein, um außerschulischen Aktivitäten nachzugehen. Bei privaten Unterredungen wiesen sie mehrere ihrer ehemaligen Kollegen darauf hin, dass das plötzliche Verschwinden von Mr. Maximilius Darcy, eines engen Freundes, der Grund für ihren Rücktritt gewesen war. Offiziellen OVC-Kopien, OVC-Kopien, wir bleiben mal bei OVC, mal gucken, wie lange ich mich daran halten werde. Zufolge hatte sich Darcy eines Tages dazu entschlossen, aufs Land zu ziehen. Hier gibt es also quasi noch die Hintergrundgeschichten zu den jeweiligen Personen, die wir ja da schon begegnet sind oder denen wir da schon begegnet sind. Oh, Stimme aus, auch rau. So, bleibt ja noch eine Attacke aus, nein, zwei gar. Preston Moyle. Guess he went out joyriding one night and never came back. Das ist nie mehr zurückgekommen. Alter 29, schlecht männlich. Fächerwahl, Reflexe, Maschinen. Angeführte Gründe. Schnell, möchte ich fahren und weit. Ist eine Art Rennfahrer oder wie? Trace-Status integriert. Preston Moyle. Auf der Rennstrecke von Cloudbank war Preston Moyle der Erste, der 4 Jahre hintereinander mit unerschütterlicher Ruhe sämtliche Geschwindigkeitsrekorde einstellte. Mr. Boyle, dem zugeschrieben wird die Rennen der 1200 Kubikzentimeter Klasse populär gemacht zu haben, wurde aber nicht nur durch seine überragenden Fahrkünste, sondern auch durch die Tatsache berühmt, dass er seine Motorräder eigenhändig zusammenbaute. Man kannte ihn dafür, dass er ständig auf der Suche nach dem nächsten Kick selbst auf den entlegensten Straßen von Cloudbank unterwegs war. Und dann war Mr. Moy eines Tages plötzlich verschwunden, wobei er mit Ausnahme seines schnellsten Motorrades seinen gesamten Besitz zurückließ. Ist er von dann gezogen? Hat er wahrscheinlich einen Unfall gebaut? Glaube nicht, oder? Sind wir ihm begegnet? Wir hatten sein Motorrad, kann ich mir vorstellen.